Wie fühlt es sich an, nach 40 Jahren bei der CDU und einem gesellschaftlich akzeptierten Leben plötzlich ins Visier des Verfassungsschutzes zu kommen? So persönlich und emotional hat man Alexander Gauland noch nie gesehen. In diesem Interview, da sagt er Ungeheuerliches. Es geht vor allem um den Verfassungsschutz, aber auch um die Altparteien. Und ich vermute mal, das ist auch der Grund, warum zahlreiche Teile dieses Interviews aus dem Internet gelöscht wurden. Ich habe es mittlerweile dreimal schon hochgeladen, aber es wurde immer wieder entfernt. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Und ich vermute mal, deswegen wird auch so hitzig im Internet diskutiert. Die Meinungen gehen weit auseinander. Auf der einen Seite hat man natürlich die grünlinken Altparteienunterstützer und auf der anderen Seite, das sind die AfD-Wähler, die sagen, lass doch endlich mal Alexander Gauland in Ruhe. Natürlich werden wir uns später auch noch einige Meinungen dazu anschauen, aber ich würde sagen, wir reden jetzt gar nicht lange um den heißen Brei und jetzt geht's los. Nun hat der Verfassungsschutz die AfD im Januar 2019 zum sogenannten Prüffall eingestuft. Wie fühlt es sich an, nach 40 Jahren bei der CDU und einem gesellschaftlich akzeptierten Leben plötzlich ins Visier des Verfassungsschutzes zu kommen? Naja, das ist eher komisch. Vor allen Dingen, wenn man diesen Bericht des Verfassungsschutzes liest, dann fragt man sich schon, ob die so genau wissen, was sie da tun. Denn da werden uns Vorwürfe gemacht, die ich erstens für völlig lächerlich halte, die aber im Übrigen auch auf andere Parteien zutreffen könnten. Ich habe die frühen Grünen erlebt in Frankfurt. Da hätten die schon damals zum Prüffall erklärt werden müssen. Also ich glaube, das ist eine politische Entscheidung, weil einige Politiker bzw. Konkurrenten von uns das wollten und es hat mit einer sachlich-fachlichen Entscheidung nichts zu tun. Um vielleicht auch mal ein Beispiel aus der heutigen Zeit zu bringen. Sie haben ja damals gesagt, wir werden sie jagen. Und wenn man sich heutzutage die Aussagen einiger CSU-Politiker anschaut, die die AfD konkret bis aufs Blut bekämpfen wollen, was denken Sie, woher kommt dieses Messen mit zweierlei Maß? Diese Frage spiegelt doch im Grunde genau wider, was eigentlich hier in Deutschland abgeht. Auf der einen Seite wird jedes Wort der AfD auf die Goldwaage gelegt. Jede, ja ich sag mal, etwas kontroverse Aussage oder Äußerung wird in den Medien zerrissen sozusagen. Und dann auf der anderen Seite hat man zahlreiche Politiker der Altparteien, die immer wieder mit grenzwertigen Aussagen gegenüber der AfD auffallen. Und das interessiert dann wiederum niemanden. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber erst vor kurzem hat zum Beispiel unser Bundespräsident Steinmeier die AfD als Rattenfänger bezeichnet und erst vorgestern wurde genau diese Aussage von Frau Strack-Zimmermann im Bundestag, also im öffentlichen Haus, nochmal wiederholt. Und jetzt raten Sie mal, welche Konsequenzen es dafür gab. Überhaupt keine. Agnes Strack-Zimmermann hat für diese Aussage nicht einmal einen Ordnungsruf im Bundestag erhalten. Und wie wir gleich von Alexander Gauland hören werden, ist genau diese Doppelmoral, die von den Altparteien an den Tag gelegt wird, der Grund, warum ganz viele Bürger in Deutschland mittlerweile das Vertrauen in die Politik verloren haben. Naja, die Doppelmoral kommt schlichtweg daher, dass die einen sich für die Guten halten und ihre Konkurrenten für die Bösen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz sagt ja in dem Bericht über die AfD, dass die Zielsetzung relativer Homogenität des deutschen Volkes völkisch und damit verfassungsfeindlich ist. Wie kann der Schutz der eigenen Identität verfassungsfeindlich sein, wenn das Grundgesetz selbst auf der deutschen Kultur und der Tradition begründet ist? Ja, da haben Sie natürlich völlig recht. Wir haben nie eine rassische Identität verlangt. Wir haben immer nur gesagt, dass ein Volk eine bestimmte kulturelle Identität hat und dass diese kulturelle Identität im Grunde genommen die Basis des Zusammenlebens ist. Es ist eben nicht möglich, Menschen aus völlig unterschiedlichen Kulturen in der Form zu integrieren, dass die Sicherheit und die Identität des deutschen Volkes erhalten bleibt. Das heißt, hier wird mit völlig verfehlten Begriffen gearbeitet und Sie haben völlig recht, das Grundgesetz ist eine Verfassung für Deutschland und ich sitze in dem Bundestag, an dem Reichstagsgebäude eben dem deutschen Volke steht und nicht den zufällig hier Anwesenden. Und genau jetzt haben Sie es gehört, diese Aussage ist es, die gerade eben im Internet so viral geht und für diese enorme Aufmerksamkeit sorgt. Es wird Ihnen vorgeworfen, dass diese Aussage sozusagen diskriminierend gegenüber all den Menschen ist, die in Deutschland leben, aber keine deutschen Staatsbürger sind.
Teilen Sie doch einfach mal mit, was Sie davon halten. Ich finde das natürlich totalen Blödsinn. Ich bin der Meinung, Politiker sind nur dazu verpflichtet, zum Wohle des deutschen Volkes zu agieren und nicht zum Wohle der Menschen, die hier in Deutschland leben, aber letztendlich keine deutschen Staatsbürger sind. Und bevor wir uns anschauen, wie Alexander Gauland nochmal so richtig auf den Putz haut, möchte ich Ihnen noch eine Forderung mitteilen, die ich im Grunde gar nicht glauben konnte, als ich sie zum ersten Mal gehört habe. So wollen die Grünen, und das ist jetzt wirklich kein Spaß, allen Ernstes den Amtseid abschaffen. Und die Begründung dafür ist letztendlich auch mehr als kurios. So wird behauptet, der Amtseid sei zu religiös und zu sehr patriotisch begründet. Bei solchen Aussagen, da bleibt mir wirklich die Sprache weg. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, wir sehen uns weiter an, was Alexander Gauland noch so gesagt hat. Und genau das wird aber inzwischen vom Verfassungsschutz, weil er eben ein Arm der Politik der anderen ist, sozusagen verdreht. Lassen Sie uns vielleicht einen Blick auf die anderen Parteien auch werfen. In Ihrer Wahlheimat Brandenburg wurde vor kurzem von der Regierung das Paritätsgesetz beschlossen. Das besagt, dass die Parteien 50% ihrer Landesliste mit Frauen besetzen müssen. Was denken Sie, ist das mit der im Grundgesetz verankerten Wahlfreiheit vereinbar? Ich glaube nicht, dass das mit dem Grundgesetz vereinbar ist, aber das wird man sehen, das wird vor dem Verfassungsgericht nicht halten. Im Übrigen ist das nicht nur meine Meinung, das ist die Meinung vieler Verfassungsjuristen. Das konnten Sie praktisch in allen deutschen Zeitungen als Urteil von Leuten wie Papier zum Beispiel lesen, dass das nicht halten kann. Wo uns letztendlich diese ganze Frauenquote hinführt, hat man gerade eben erst in den letzten Tagen gesehen. So entsendet Deutschland zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten keinen Richter nach Den Haag, weil sich eben keine passende Frau dafür gefunden hat. Und Annalena Baerbock hat allen Ernstes auf die Frauenquote bestanden. Das heißt, es war keine Alternative möglich, dass ein kompetenter Mann diese Stelle besetzt hätte. Und dazu schreibt ein großes Online-Magazin: Erstmals keine deutsche Richterin in Den Haag und Annalena Baerbock hat es verbockt. Erstmals seit Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs kommt kein einziger der dortigen 18 Richter aus Deutschland. Ein Hauptgrund: Das Auswärtige Amt wollte unbedingt um jeden Preis eine Frau ins Rennen schicken, doch die wurde abgelehnt. Und ganz brisant, im Grunde war diese Absage schon vorhersehbar und Baerbock hat trotzdem darauf bestanden. So gab es zahlreiche Gründe, warum diese gegen diese Bewerberin gesprochen haben. Zum einen fehlte ihr die internationale Vernetzung. Ebenfalls wurde vom Jahr 2017 bis zum Jahr 2020 über 9 Frauen in den Gerichtshof gewählt und dagegen im Vergleich nur 3 Männer. Von daher war es schon absehbar, dass eine Frau weniger Chancen haben würde und trotzdem, wie gesagt, hat Annalena Baerbock darauf bestanden. Und das zeigt letztendlich, wohin uns diese ideologische Politik der Grünen führt und deswegen gilt es jetzt aufzustehen und etwas dagegen zu unternehmen. Würden Sie mir hier zustimmen, dann geben Sie doch noch einen Daumen nach oben. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns dann bald bei einem neuen Video.